Suat! Hallo again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Killer neues FIFA 22. Fernando Morientes Battleship Wegerröhnchen. Ja, meine Freunde, dieses Jahr ja die Hero-Karten am Start. Wir werden Step by Step einen nach den anderen hier testen. Mit dabei helfen tut uns dieser gute Mann hier. Herzlich willkommen, Smexy. Einen wunderschönen guten Tag. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Und ich hoffe natürlich, dass ich ein bisschen mehr Chemie habe als die letzten Male, wo wir gegeneinander gespielt haben. Das ist das Format, wo du auch gerne mal ohne Torwart und mit zwei Chemie rumrennen kannst. Overall, wir haben bei Smexy ebenfalls eine Folge aufgenommen. Da auch um einen sehr, sehr interessanten und Smexy würde auch, glaube ich, sagen, underrated. Oder ist das ein sehr underrated Hero, ne? Ja, no, hat halt keiner so wirklich auf dem Schirm, ne. Weil im Endeffekt ist das sehr schwierig einzubauen. Ja, aber das wird, denke ich mal, im Laufe des Jahres wird das schon ganz cool werden, sag ich. Checkt das Video auf jeden Fall ab. Linken ist unten drin in der Videobeschreibung. Falls die Videos nicht zeitgleich online kommen, checkt den Kanal von Smexy ab. Abo dalassen. Wichtig, Twitch abchecken. Ist ja klar, immer. Ihr seht beide Teams. Ja? Es ist doch schwer, am Anfang, finde ich, kreative Teams zu bauen, oder? Ja, definitiv. Gerade weil wir auch so wenig Special-Karten haben. Ja, ich habe jetzt versucht, so gut es geht. Ich habe sogar nur 2 Goldkarten drin. Aber okay. Mal gucken. Abstoßen will ich die halt trotzdem nicht. Aber hier geht es natürlich auch um ein bisschen Unterhaltung. Würde mich selber positive Bewertung freuen. Packen wir auf der Bank. Morientes bleibt stehen. Ist ja klar. Bevor wir ins Video reingehen, darf ich euch noch was vorstellen und zwar der allererste Level Up Adventskalender. Guck mal hier, du, ey, den kannst du so schön aufklappen hier. Weil normaler Kalender zu langweilig ist, gibt's hier den Mystery Box Adventskalender. Ja? Darin enthalten sind 24 Flavor, unter anderem auch unveröffentlichte Flavor, limitierte Sorten und Bestseller. Dazu gibt es den passenden Shaker und eine kleine Überraschung. Jede Bestellung nimmt außerdem an dem großen Mystery Box Gewinnspiel teil. Die geilen Preise wie Scuff Controllern, Displays, Gutscheine etc. pp. Und mit dem Code KELLER könnt ihr nochmal 15% sparen. Link ist in der Videobeschreibung. Das Ganze geht bis zum 17.10.23:59 Uhr. Viel Spaß und viel Spaß mit dem Video. So, die Spieler sind auf der Bank. Ich würde sagen, der Gast darf anfangen. Du darfst mir hier 3 COMs nennen. Im besten Falle mindestens 2 Game Changer. Oh, 2 willst du insgesamt haben. Oh, da muss ich mich aber ganz schön anstrengen. Ich sag mal so, der linke ZOM ist prädestiniert für die Nummer 8. Sollte, denke ich, klar sein. Ja? Der mittlere ZDM, der ist ein guter Elfer, also die Nummer 11. Und Ma, ey! Das kannst du doch keinem erzählen! Und rechter ZOM, das ist meiner Meinung nach optimal für die 3. Ey, natürlich, mein Verteidiger brauche ich wieder vorne. Ey, ich habe 2 Game Changer tatsächlich. Nein! Aber 2 Bronzespieler! Hey, Game Changer sind Game Changer. Du musst an die Chemie denken. Ja, super. Also tolle Offensive habe ich da. Ja, super, ey. Ich habe alles gegeben. Du hast ja nicht gesagt, ob Bronze oder normal. Ich verrate jetzt nicht mehr, ob ich Game Changer noch kriege oder nicht. Jetzt muss ich irgendwie Psychospielchen hier machen. Okay, ich sag dir jetzt einmal, ich habe 2, war gut, aber jetzt. Stürmer ZOM. Bei dir ZOM, ich sehe die Nummer 4 da. Ja, perfekt. Bildlich vor mir, wie der die Fehlpässe spielt. Ja, den sehe ich genauso auch vor mir, genau. Ganz genau so. Und die Nummer, wir nehmen die Nummer 7 vorne rein. 4, 5, 6, 7, ja. Die Verteidiger, die kennen wir. Gehört, der kann den Morientes nicht leiden, deswegen. Ja, schön. Ja. 2 ZDMs. Geil. Linker ZDM, nehme ich bei dir die 1. Und die Nummer 7. Na. Ja. Ich kann noch viele Game Changer kriegen, aber ich kann auch richtig, richtig bluten. Ja. Schauen wir mal. Bei dir 3 ZMs. Das ist jetzt so deine heiße. Meine heiße Position. Phase. Links die 8, Mitte die 11. 8, 9, 10, 11. Ja. Und die 3 rechts.
Schön. Ja, ist okay. Ist, ja, eigentlich ist es Bomben. Wirklich. Es geht gar nicht. Hey, ich hab noch keinen Offensivspieler hier drin. Ja, da sind wir schon zwei. Perfekt. Also wirklich. Ja, okay. Wir machen weiter außen. Komplette Verteidigung, ne? Wahrscheinlich. Mhm. Ja, von so. Links nach rechts. Okay, come on. Nummer 10 linker Verteidiger. Hab ich ein gutes Gefühl. Ja. Nummer 4 linker Innenverteidiger. Nummer 6 rechter Innenverteidiger. Und die Nummer 2 Rechtsverteidiger. Autsch. Autsch. Klingt jetzt nicht so optimal. Nee, nicht wirklich. Mist. Ja gut, dann bei dir. Kannst du noch ganz schneller kriegen mit Sicherheit, ne? Ja, ich kann noch ein paar kriegen. Linksverteidiger die 12. Na, das ist falsch. Perfekt. Linker IV die 9. Also 7, 8, 9. Ja. Daneben die 10. Hm. Rechtsverteidiger die 6. Okay. Ja. Ach Gott. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Wirklich, ich bin hier sowas von überfragt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ist dein Torwart drin? Nein. Hey, das Ding ist jetzt, entweder ich spiele ohne Torwart oder ich spiele ohne Offensive gefühlt. Ja, also, wir haben die 5, die 9 und die 12. 5 minus 9 ist 4, 12 durch 4 ist 3, also nehme ich die dritte Zahl, also die 12. Mhm. Klasse, oder? Ist gut, ja. So geil der Start war, so mehr bricht mir das jetzt hier gerade das Genick, ey. Klingt nicht so optimal. Ah. Ist sein Keeper drin? Ja. Ja, toll. Dann die 1. Ja, das ist okay. Ah, gut, Kimpembe und Guardiola bleiben bei mir draußen, ne? Ist halt, naja. Bei mir der Mike Nanda, der von AC und der Dübel Dybala. Ja, mal gucken. Oh, ich habe 2 Gamechanger und ich bin so überfragt, was ich überhaupt machen soll. Ich habe 4. 4? Wirklich was bringen tun die mir nicht. Na, den muss ich auf jeden Fall machen. So. Jetzt muss ich mal schauen. Steht dein Team gerade so? Ja, mein Team steht gerade so. Also ich zock so, Jungs. Das ist so ungefähr so das Max, was ich rausholen kann. Ich will, die Defensive muss halt stehen und ich brauche in der Offensive ein bisschen Entlastung. Ich hoffe, das passt so. Ist halt, ich weiß nicht. Aber Smaxi, du bist auch nicht so hundertprozentig zufrieden, ne? Nee, nicht wirklich. Also keine Ahnung. Das ist irgendwie, einfach nur Rotz. Das ist einfach nur Rotz. Cuba Libre immer, sehr guter Name, fühl ich. Rein da. So, geh mal rein. Und los, ich bin sehr gespannt, sehr gespannt. Oh Gott, ey, das kann was werden. Oh, komm raus, Keeper. Oh mein Gott. No! Ja, Junge, was machst du denn da? Ja, das ist ein guter Mann. Innenform, nach vorn, 10k. Hier. Mann! Diese scheiß kurze Eck da immer. Halt. Ja, nein, komm! Ja, der ist drin! Der ist drin! Ja, so wichtig! So wichtig! Hält wie eine Bahnschranke und dann kommt er nicht mehr hoch, ey. Wollte ich gerade sagen, zum Glück hat der so lange gebraucht, um aufzustehen. Wirklich, ey, als hätte er einen Hexenschuss direkt bekommen, ey. Das ist nicht dein Ernst, wirklich. Och nee, ach Gott. Oh, ja, perfekt. Ich hab mich verdrückt, das kannst du keinem erzählen! Ich rede nie wieder mit meinem Team wirklich. Das ist nicht dein Ernst. Flankenkönig! Flankenkönig! Jawohl, er hat ein Training geübt! Der Bronzemann! Ey, hör mal, wie gut ist der Morientes hier? Super gut, toll! Freut mich auch wirklich, dass das so gut ist! Ja, ist so wichtig! Ey, wirklich, was hab ich denn mir hier zusammengebaut? Das ist nicht dein Ernst. Ich weiß nicht, warum der Morientes so gut bei dir ist, aber bei mir ist er bis jetzt so gut. Ja, so wie der bei dir ist, war der bei mir eigentlich. Das ist jetzt gerade hier so, er hat zweite Chance gekriegt und will die nutzen. Ja, wie springst du denn? Ja, klar! Ja! Und wie die noch gehen! Steini Lupfer, schön. Ey, ich meine die nie disrespektmäßig, ne? Ich weiß. Aber ich habe keine andere Idee. Ich habe keine andere Idee in so einer Situation. Wenn ich drauf schieße, hält er den. Ja, perfekt. Cool. Klasse, Gott, abseits, sehr gut. Was ist das denn? Hallo, was jubelst du denn da unten? Muss man zu den Fans gehen. Zu den Fans. Hä? Wie lange feiert? Ist er bescheuert? Feiert er 100 Jahre? Das ist nicht der Ernst, ey. Oh nein, er verpasst ihn. Boah, what the fuck, was war das denn?
Hilfe! Oh mein Gott! Hi! Oh, wo kriegst du denn hin? Oi, auch gut! Das war so eine gute Chance, wäre das gewesen. Das wäre vielleicht meine einzige Chance in diesem Spiel gewesen. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Klasse! Hui! Macht das Spaß! Nein, nein, ich so! Jawohl! Wie bist du, Torwart? Also, ich bin gerade einfach nur noch überfragt, was ich hier noch machen soll. Bester Kiefer! Was hat der denn gemacht? Ach du Scheiße! Läuft bei mir richtig gut! Klasse! Schön! Also, sowas habe ich aber auch noch nie erlebt, ey. Was sitzt halt Luft? Ich hab. Kannst. Oh, hast Gott. Du? Ja, ja. Oh, vier Gott. Stück. Oh, da waren Schmackofatzki-Karten bei, ne? War schon keine schlechten dabei, das muss man sagen. Boah, irgendwie hab ich Bock auf eine Reihe. Dann bleibt aber nur die Verteidigerreihe, ne? Ich nehme den kompletten Sturm und ZOM und Torwart. Bellerin. Okay, verträglich. Theo Hernandez tut weh. Torwart ist geblieben mit Lafont und Benzema POTM. Autsch. Der tut weh, Benzema POTM. Autsch. Das muss ich echt sagen. Aber okay, den hab ich kurz Schluss gemacht. Was? Wo stand der? Rechter Stürmer. Ja. Pack ich in der SPC. Rein da. Und los. So, Männers, ihr seht's, hier sind sie. Hernandez, Bellerin, Lafont, Benzema, 86er Team für die Vinaldum SPC werden abgegeben. Perfekt. Freut mich riesig. Ja, Jumbo Premium Goldpack. Wenn da jetzt ein Messi drin ist, bin ich zufrieden. Ja, also, ich sag's mal so, wie es ist. Man muss auch mal positiv denken. Gucken wir mal rein. Perfekt. Nicht mal ein 83-Plus-Spieler. Es wird werden Paco Alcacer. Ist ein ehemaliger BVB-Spieler. Ich bin zufrieden. Ja. Das ist auch fast so gut wie der Benzo. Ladies, ich hoffe, ihr hattet ja ein bisschen Spaß. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Natürlich, habe auch 4-0 gewonnen. Smexy, ich danke dir, dass du da warst. Es war mir eine Freude, wie immer. Checkt ihn auf jeden Fall ab, ja. Links sind unten drin in der Videobeschreibung. Egal ob auf Twitch, egal ob YouTube, ja. Smex ist immer ein stabiler Typ gewesen. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Jungs. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen genießen. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder auf diesem Kanal. Ich würde mich freuen. Kuss geht raus. Und dann, wir sehen uns. Und folgt auch Steini überall. Tschüss.